Hallo meine Freunde und willkommen zurück zuletzt bei Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ja, heute ist es endlich soweit. Heute schnappen wir uns die ganzen Pilze, die Fungi. 13 Stück gibt es davon, nämlich die 13 Organisation 13 Pilze. Oh ja, die mit der Organisation eigentlich gar nichts zu tun haben, aber irgendwie ihre eigene Organisation gemacht haben. Und nennt man das Dabben? Nee, Dabben ist es nicht. Ich weiß nicht, wie diese Form heißt, wie diese Pose heißt. Wahrscheinlich hat das auch einen Namen. Auf jeden Fall atmet er, wie wir sehen können. Oh yeah, atmet. So, wir fangen mit diesem Fungi an, weil er ist die Nummer 1. So, um was geht es denn? Jeder Fungi hat sozusagen sein eigenes kleines Minispiel, sage ich jetzt einmal. Und in jedem Minispiel geht es um etwas anderes. Schaden zufügen, ausweichen, etc. P. So, bei diesem Fungi geht es darum, dass wir ihm sozusagen ausweichen und gleichzeitig angreifen. Soll heißen, wir müssen ihm Treffer zufügen und je nachdem, wie viele Treffer wir hinzufügen, desto besser sind wir halt. So, bei dem gibt es eine sehr, sehr einfache Strategie. Und zwar, wir gehen zuallererst, bevor wir ihn überhaupt ansprechen, in die Waisenform. So, jetzt sprechen wir ihn an. Wir sehen ihn an. So, jetzt komm her. Zack, Hochgrätsche. Angreifen, 9-mal. Hochgrätsche, fuck. Ah, diesmal klappt es nicht. So. Ah, diesmal klappt es nicht so. Also es ist ein sehr, sehr knappes Zeitfenster immer. Es kommt Erstellungsspiel und dann kommt Hochgrätsche. Und ihr müsst Hochgrätsche erwischen. Was eigentlich nicht schwer ist. Nur, ich habe mich gerade sehr blöd angestellt. So. Ich will euch das jetzt kurz nochmal zeigen, da wir, um etwas Besonderes zu bekommen, ich weiß mittlerweile, was es ist, müssen wir, was ich so mitbekommen habe, alle Pilze meistern. Und dafür brauchen wir natürlich eine, zack, eine spezielle Punktzahl. Ihr seht es ja, was mein Rekord bei ihm ist, 81 Punkte. Und das ist nicht sonderlich schwer. Ihr seht es. Fuck. So. Zack, immer schön Hochgrätsche. Yes! Versucht es gar nicht, öfter zu treffen als 9-mal, das geht nicht. Also mit einer Reihe meine ich jetzt. Also ich würde mal sagen, da waren wir jetzt auf jeden Fall nicht schlecht. Er ist auf jeden Fall glücklich damit. Und so zählt es, wenn ich mich nicht irre, auch schon als bestanden bzw. gemeistert. Ihr seht es, es ist immer wieder unterschiedlich. Jeder Pilz hat was Eigenes und die müssen wir jetzt alle meistern. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns jetzt gleich beim nächsten Pilz. Nummer 2 erwartet uns hier in Halloween Town, beziehungsweise besser gesagt hier in der, im Weihnachtsdorf. Hier auf dem Geschenkplatz, wo wir gegen den Bossgegner gekämpft haben. Da haben wir schon den zweiten. Bei dem geht es jetzt darum, die gegnerischen Geschosse, diesen auszuweichen. Also er zaubert immer auf uns, wir müssen ausweichen. So, es gibt da aber eine ganz angenehmere Strategie und zwar, wir kriegen für jeden Zauber, den wir ausweichen, einen Punkt. So, das Problem dabei ist, dass er nur eine gewisse Zeit da ist und wir eine gewisse Punktzahl bekommen wollen. Deswegen machen wir das ein bisschen anders benutzen Refleger. Denn Refleger wirkt dann so, wenn der Zauber auf Refleger wirkt, kriegen wir Punkte und Refleger haut den Zauber auf den Fungi zurück und das gibt uns auch nochmal Punkte. Das bedeutet, wir bekommen dadurch wesentlich mehr Punkte als nur mit dem Ausweichen. Aber ich würde mal sagen, wir sehen das jetzt einfach gleich. Learning by doing. Ich habe übrigens auf den Shortcut ein Mega-Äther gelegt, wäre aus einem ganz einfachen Grund, ich habe keine normalen Äther mehr. Das ist alles. So, ich wechsle dafür übrigens in die Überform aus einem ganz einfachen Grund. Bei der Überform wirbeln die ganze Zeit Schwerter um uns rum. Das bedeutet, auch wenn wir Refleger einsetzen, wirbeln die Schwerter um uns rum. Das bedeutet, immer wenn ein Zauber auf uns zukommt, wird der eventuell auch gleich durch die Schwerter reflektiert. Also einfach nochmal eine höhere Chance. So, zack und guten Tag. So, wo ist er? Komm her. So, bitteschön. Ah, gleich mal die Salve, das ist schön. Hey! So, immer schön zurückschlagen. Und ihr müsst auch rechtzeitig den Äther benutzen. Am besten noch bevor eure Magie aufgebraucht ist. Wie zum Beispiel jetzt. Und ihr seht es auch, wenn ich den Äther benutze, schlagen die Schwerter eben
seine Zauber zurück. Und das ist das, was ich meine, weswegen wir in die Überform gehen. So. Wenn wir schon weitermachen. Na, komm schon. Ja, das war doch schon mal gut. Da freut er sich. Sag ich jetzt mal, das war sehr, 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 sehr gut gelöst. 88 Punkte, das ist definitiv was, womit wir leben können, würde ich jetzt mal meinen. Also das ist halt eine sehr, sehr angenehme Strategie. Es gibt noch eine andere Strategie gegen ihn, und zwar indem man hochspringt und dann so immer rumfliegt. Denn vor einem sind dann die ganze Zeit die Schwerter und die schlagen ja auch zurück. Muss man sich selber entscheiden, was einem persönlich lieber ist. Ich persönlich bin mit der Reflegerstrategie wesentlich besser klargekommen. Und ja, aber das muss dann eben jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich beim nächsten Fungi wieder. Bis gleich. So, meine Freunde, und da sind wir schon beim dritten Fungi, der hier in der Welt von Die Schöne und das Biest ist. Und zwar direkt hier auf der Brücke vor dem Tor, sah ich jetzt mal, vor dem Schloss. Bei ihm geht es darum, er lässt die ganze Zeit Kugeln fallen und wir müssen einfach diese Kugeln einsammeln. Im Endeffekt habe ich mich darauf jetzt folgendermaßen vorbereitet. Und zwar habe ich Sora einfach mal das Schlüsselschwert Folge dem Wind ausgerüstet. Wenn wir es mal sehen würden, hier hat nämlich die Ability Charmeur. Zudem habe ich ja noch zwei Charmeurringe. Die habe ich ihm natürlich auch beide ausgerüstet. Und dann brauchen wir gar nicht drüber reden. Dann gibt es natürlich noch die diversen Charmeur-Abilities. Die hat Sora natürlich auch ausgerüstet. Hier sehen wir es. Dreimal Charmeur, dann noch die Waffe. Also insgesamt haben wir sechsmal Charmeur ausgerüstet. Sollte doch, denke ich mal, funktionieren. So, wir probieren es einfach mal. So, gib her, immer alles her damit, her damit, her damit, her damit. Gib immer her damit, her damit. Oh, das war viel. Das waren viele Punkte. Ich weiß gar nicht, wie viele ich dafür brauche. Ich habe keine Ahnung, muss ich sagen. So. Also ich würde mal sagen, wir haben auf jeden Fall schon viele. Wie viele ich brauche, ich weiß es gar nicht. Aber so ein paar kann man immer mal gebrauchen, würde ich jetzt einfach mal meinen. So. Also 495. Oh, da hat er mir aber alles gleich hingeschmissen. Sehr geil. Dann würde ich mal sagen, das ist ein sehr, sehr großer Erfolg. Ruhekristall, wenn ich mich nicht irre, eins der besten. Gleich zwei bekommen. Eins der besten Items, die man von ihm überhaupt bekommen kann. Und, ja, ich würde mal sagen, das lief unerwartet gut gegen diesen Fungi. Und dann sehen wir uns jetzt gleich beim nächsten Fungi gleich wieder. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Der vierte Fungi wartet. Wir sind jetzt hier in der Welt von Mulan. Und direkt vor dem Palasttor. Hier ist es anscheinend auch wieder ein relativ einfacher Fungi, den ich jetzt noch nicht perfekt gemeistert habe, wie alle anderen. Aber es klingt eigentlich recht einfach, was wir hier machen müssen. Und zwar müssen wir ihn einfach die ganze Zeit treffen und von ihm selbst nicht getroffen werden. Wie wir das machen, ist eigentlich ganz einfach. Wir wechseln in die Waisenform und setzen die ganze Zeit den Waisenschuss ein. So. Da wir aber irgendwann mal eine Combo erreichen, also das Combo-Limit, habe ich das einfach mal verhindert, indem ich mir selbst den Unheilbringer ausgerüstet habe. Der Unheilbringer hatte die Ability Aufladebeserker und sorgt dafür, dass ich endlose Kombos machen kann, weil ich gar keinen Combo-Abschlussangriff mehr machen kann. Dasselbe gibt es übrigens auch als Ability für Rosa. Ich habe jetzt einfach mal beides angelegt für Sora und wir versuchen es jetzt einfach mal. Waisenform. Los geht's. Und einfach mal die ganze Zeit schießen. Ich denke mal, das sollte so ganz gut. Sollte so funktionieren? Oh ja, 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 ja. Man sieht's. Ja, so Kombos wollen nicht aufhören. Das ist okay. Das funktioniert. Das funktioniert. Ich weiß es nicht, ob es besser funktionieren würde, wenn ich anvisieren würde. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Mit Auto anvisieren ist es, glaube ich, sogar besser. So, oh ja, schaut euch das mal an. Oh ja, schaut euch das mal an, wie wir hier ausflippen. Schaffe ich die 100? Oh mein Gott, das wären doch 100, oder? Oh mein Gott, das wird mehr als 100, das wären 1000. Das ist, ja. Ja.
Also ja, es funktioniert unerwartet gut, muss ich sagen. Sogar besser, als ich dachte. Ach, man kann gar nicht mehr als 100 haben. Okay. 100 ist das Maximum und wir haben das Maximum bei ihm. Also, das ist wohl der einfachste. Ihr habt es gesehen, einfach Waisenform, dann den Aufladeberserker, damit wir unendliche Kombos haben und gib ihm. Ich habe nicht anvisiert, ich habe mich die ganze Zeit nur im Kreis gedreht, eigentlich um die herum und die ganze Zeit nur noch X gehämmert. Mehr habe ich nicht getan und mehr müsst ihr auch gar nicht tun, um wie ihr seht, die maximale Punktzahl zu erreichen. Ich würde mal sagen, meine Freunde, dann sehen wir uns gleich beim 5. Fungi wieder. Bis gleich. So, meine Freunde, willkommen zum 5. Kampf gegen die Fungis. Fungi Nummer 5 erwartet uns. Hier geht es darum, diesen Fungi so schnell wie möglich zu besiegen. Er hat anscheinend mehrere Leisten und wir müssen ihn so schnell wie möglich besiegen. Er regeneriert sich allerdings. Da ich auf Level 99 bin, sollte der eigentlich, denke ich mal, kein allzu großes Problem sein. Ich habe mich trotzdem mal ein bisschen vorbereitet. Habe das stärkste Schlüsselschwert angelegt, nämlich Fenrir. Zudem noch ein paar Accessoires angelegt, die meinen Angriff nochmal erhöhen. Sollte definitiv funktionieren. Aufladeberserker habe ich natürlich wieder abgerüstet, damit ich schön viele Kombos mache. Natürlich hier Combo Minus noch angelegt, ist ja klar. Damit ich immer schön die Abschlussangriffe raushaue. Ich denke mal, das sollte so ganz gut funktionieren. Wenn nicht, habe ich schon eine Idee. Oh, ich habe... Wenn nicht, weiß ich schon was anderes, wie ich es machen könnte. Aber ich würde mal sagen, das sehen wir jetzt einfach gleich. Und wir starten! Ja, ich muss sagen, das Problem ist tatsächlich, ja, 8 Sekunden, es hat sogar gereicht, aber ich denke mal, das kriegen wir schneller hin. Ich will mal was ausprobieren. Vielleicht geht's ja damit schneller. Nein, definitiv nicht. Nein, 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 Überform ist... kommt halt aufs Level drauf an, aber ich denke mal, Überform ist da jetzt keine gute Idee. Ich komm schon, es muss doch schneller sein als 8 Sekunden. Und zwar Abilities... ich will Explosion ablegen, denn Explosion bringt halt, ja, so. Ja, nein. Alter, du. Durch Explosion ging das wesentlich schneller. Naja. Wir haben es auf jeden Fall sehr schnell geschafft. Das sollte eigentlich auch schon reichen bei ihm, sage ich jetzt einmal. Einfach ein bisschen rumtüfteln. Einfach die stärksten Angriffe draufhauen. Ich habe hier eine Kiste übersehen. Einfach die stärksten Angriffe draufhauen, die man hat. Ein Freudenstein. Fuck, ich habe die ganze Freudensteine gefarmt. Und hier hätte ich einen gefunden. Ganz toll. Einfach die stärksten Angriffe immer draufhauen. So schnell wie möglich. Fuck, ich war hier sonst nicht. Kann es sein? Und einfach alles Mögliche auf ihn draufhauen. Um so schnell wie möglich, so viel wie möglich Schaden zuzufügen. Und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns gleich beim 6. Fungi wieder. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Der 6. Fungi ist hier im Olymp. Halt, Entschuldigung, ist ja schon das 7. Fungi, wo ich jetzt gerade sehe. Meine Güte, wir kommen ja aber... Ne, ist das 6. Fungi. Wir kommen trotzdem sehr, sehr gut voran. Wir sind jetzt hier im Atrium, heißt es, glaube ich. Das ist direkt bei der Siegelkammer. Also es gibt diese Siegelkammer als Teleportationsziel. Dort beamt ihr euch hin und dann kommt ihr direkt hier zu ihm, sage ich jetzt mal. Bei ihm geht es darum, so schnell wie möglich die ganzen Gegner zu besiegen, die ganzen Fungis. So, dafür habe ich mir wieder den Unheilbringer ausgerüstet, damit ich endlose Magie-Kombos machen kann. Auf Shortcut habe ich wieder den Mega-Aether bzw. Blitzgar und wir gehen in die Überform, um einfach die ganze Zeit auf die Gegner zu spammen. Zudem habe ich eine Ability ausgerüstet, die ich noch nie in meinem Leben ausgerüstet hatte, nämlich Magie-Autovisieren. So, wir gehen in die Überform und jetzt probieren wir es einfach mal. So, zudem ist die MP-Aufladung für Blitzgar deaktiviert. So, zack, damit wir dann gleich Aether benutzen können und dann geht es gleich wieder weiter mit Blitzgar. So, Mega Aether und weiter geht die wilde Fahrt. Yeah, also ich denke mal, es klappt.
So, Mega-Alter wieder und weiter geht's. So, klappt das jetzt auch irgendwie, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob ich gerade gut bin oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, das sieht doch gut aus, was der mir da alles hinterlassen hat. Das sieht doch sehr gut aus, was der mir da alles hinterlassen hat. Prunkpilz Plus. Also, der hat mir schon einige Sachen hinterlassen. Ich denke mal, das war auf jeden Fall eine recht angenehme, passable Zeit. Und dann würde ich mal sagen, das hat so ganz gut geklappt, ehrlich gesagt. So, wie ich es wollte. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Funky wieder. Bis gleich. So, meine Freunde, und da sind wir auch schon wieder beim nächsten Pilz. Wir sind hier in Twilight Town, zwar im Verbindungstunnel. Zu dem gelangt ihr, das ist ja dieses Tunnelsystem, zu dem gelangt ihr am besten entweder über das Abendrotviertel oder über den normalen Treffpunkt. Geht dort ins Tunnelsystem und haltet euch einfach Richtung Numero 2. Dann kommt ihr automatisch hier in den Verbindungstunnel und dort wartet dieser Fungi auf uns. Hier geht es anscheinend wieder darum, ihn so schnell wie möglich zu besiegen. Sag ich jetzt mal, allerdings ist das Problem dabei, wenn wir ihn berühren, wenn wir ihn schlagen, schleudert er uns wohl weg. Deswegen ist die Strategie, wo ich gelesen habe, gar nicht mal so dumm. Nämlich, ich will mir hier noch Ultima ausrüsten, nämlich sollen wir bei ihm ganz einfach in die Überform gehen und einfach die ganze Zeit Reflieger spammen. Was keine schlechte Idee ist. Oh ja, das ist keine schlechte Idee. Nein, das ist keine schlechte Idee. Ich hab's. Er ist. Wow. Er ist nach 6 Sekunden. Wow. Okay. Er ist nach 6 Sekunden tot. Okay. Das ging ein bisschen schneller, als ich dachte. Das ging ja sehr viel schneller, als ich dachte. Also, ja, benutzt die Strategie. Verwandelt euch einfach in die Überform und spammt Reflieger. Es ist eine. Es funktioniert, ihr habt es gesehen, es funktioniert. Besser als es sollte. Und ich würde mal sagen, meine Freunde, wir sehen uns jetzt gleich beim nächsten Pilz wieder. Bis gleich. So, weiter geht es, meine Freunde, mit dem nächsten Fungi und der ist im Erdboden verschwunden. Tschüss. Nein, hier geht es darum, wir müssen den Fungi anscheinend so lange wie möglich in der Luft halten. So, dafür sollen wir den Aufladeberserker benutzen, was keine schlechte Idee ist, würde ich jetzt mal meinen. Deswegen habe ich alles Mögliche abgelegt, was irgendwie die MP-Aufladung beschleunigt. Das bedeutet, meine MP laden sich jetzt verfickt nochmal langsam auf. Ich habe ausgerüstet. Den Unheilbringer hat deswegen extra Ultima abgerüstet, weil Ultima hat MP Hast, gell? Ich habe die Vollblüte Plus abgerüstet, denn die hat MP Hast. Ich habe auch meine Abilities in dem Sinne abgerüstet. Also in dem Sinne dauert es jetzt wirklich ewig lange, bis meine MP wieder aufgeladen sind. Mal schauen, ob das auf diese Art und Weise funktioniert. Ansonsten will ich es mal mit der Überform versuchen. Könnte vielleicht auch klappen. Aber ich würde mal sagen, das probieren wir jetzt einfach mal. So, erstmal Ligra. Damit wir keine MP haben. Und los geht's. Ah, fuck. Ich hab vergessen. Ich hab vergessen, dass ich meinen. Nein. Hört doch. Oh, ich hab vergessen. Oh, nein. Ich hab vergessen, dass die zwei dumm sind. Sie hatten noch. Sie hatten noch Aether ausgerüstet. Ja, okay. So, versuchen wir gleich nochmal. So, yes. Das sieht doch nicht schlecht aus, was ich da mache. Das sieht doch definitiv nicht schlecht aus. Also ich greife die ganze Zeit normal an, da noch ein bisschen Seitwärtsschlüsse dazu. Yes. Nein. Ah, 76 Schläge. Ist das gut? Ja, er freut sich. Aber ich denke mal, da geht noch mehr. Ich denke mal, da geht noch mehr, oder? Also er hat sich schon gefreut, aber er kann sich noch mehr freuen, indem die dann so hoch springen. Dann springen die dann so hoch und sind dann voll. Die sind dann voll drin, ey. Die sind dann voll drauf. Sag ich mal, die haben sich dann irgendwas eingeschmissen. Neuer Versuch. So, die ganze Zeit so angreifen. Ja,
Ach verdammt, jetzt ist er da wieder weg. Ach. Es ist halt immer blöd, wenn er dann mal ein bisschen von euch weghaut. Von euch abhaut. Aber ich denke mal, das ist definitiv die richtige Taktik. Einmal versuche ich es jetzt noch, dass ich vielleicht ein bisschen mehr schaffe. Aber sonst ist das, denke ich mal, die richtige Taktik. So. Ach, verdammt! Ich habe ihn so gut gehabt. Naja, aber ich denke mal, dass er definitiv damit auch zufrieden sein sollte, sage ich jetzt mal. Und dann sehen wir uns jetzt einfach beim nächsten Fungi gleich mal wieder. Bis gleich. So, meine Freunde, und schon sind wir beim nächsten Fungi. Dieser ist hier in Hollow Bastion bzw. Radiant Garden. Und zwar vor dem Palaston, dort, wo wir gegen Demix gekämpft haben. Und das scheint ein relativ einfacher zu sein. Wir müssen ihn zuerst zum Drehen bringen. Und zwar zaubern wir dann einfach Blitzgar auf ihn ein paar Mal. Und machen dann automatisch mit dem Auflade-Berserker wieder Unheilbringer. Und der weißen Form schießen wir dann einfach die ganze Zeit auf ihn. Und hoffen einfach, dass das so funktioniert. So, einmal hier, zack, zack, zack. Die ganze Zeit Blitzgar auf ihn. Und dann schießen. Dank dem Auflade-Berserker schießen wir die ganze Zeit auf ihn. Und es hat nicht geklappt. Okay. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Wollen wir gleich nochmal ausprobieren, natürlich. Das hätte ich mir jetzt besser vorgestellt. Schauen wir mal. So. So, immer schön auf ihn. Okay, 32 Schuss, das ist wenig. Warum klappt das jetzt nicht so? So, kurz warten und nochmal neu. So, vielleicht klappt es ja dies. Warum klappt das nicht? So ein kleiner Schnitt mal, meine Freunde. Okay, meine Freunde. Eine andere Strategie. Das mit der weisen Form und Blitzgar. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber. Ja, es gibt Leute, die sagen, das funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Habe aber eine andere Strategie gefunden, die überaus gut funktioniert. Nämlich. Wieder Unheilbringer. Ihr verbraucht eure ganzen MP, damit ihr Auflade-Berserk habt. Und dann springt ihr hoch und greift ihn einfach die ganze Zeit mit Seitwärtsschütze an. Und das funktioniert unglaublich gut. Ich zeige euch das mal. So, anvisieren. Zack. Zack. Und jetzt die ganze Zeit einfach Viereck. Also ihr greift ihn einmal mit X an und dann die ganze Zeit Viereck. Ihr seht es schon, was mein Rekord ist. 91. Ich drücke jetzt gerade nichts anderes als Viereck. Und lenke halt einfach ein bisschen immer in seine Richtung. Und ihr seht, wie gut das funktioniert. Gerade hat es jetzt weniger gut funktioniert, aber ich habe schon einen Rekord von 91. Probiert das ein paar Mal aus und ihr habt ein unglaublich gutes Ergebnis. Also wirklich nicht allzu schwer. Und ich würde mal sagen, befolgt einfach diese Strategie. Hochspringen, kurz angreifen und dann die ganze Zeit nur noch Viereck. Sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fungi wieder. Bis gleich. So, meine Freunde, und da sind wir auch schon wieder. Oh yeah, wir sind schon mittlerweile bei Fungi Nummer 11. Wow. 10, sorry. Bei Fungi Nummer 10. Es geht hier echt gut voran. So, wir sind hier auf der Isla de Muerta in Fluch der Karibik. In der Mondlichtung. Ihr geht dann einfach in die Isla de Muerta rein, durchquert sie kurz und dann kommt ihr automatisch hier hin. Hier geht es wohl darum, den echten im Visier zu behalten. Das ist ungefähr so wie für Kingdom Hearts 1, Final Mix. Da erinnert ihr euch daran, wie wir die Donnerkristalle gefarmt haben, war es, wenn ich mich irre. Und zwar in der Welt von Tarzan. Dort könnt ihr. Genau so ist es jetzt hier eben auch. So, was wir hier machen können, wir müssen ihn halt dann auch besiegen. So, zack. Gehen ein bisschen zurück, aber wir können Start drücken. Und können so versuchen, ihn immer im Visier zu behalten. So, der mittlere ist der echte. Er springt hoch. Okay, da ist er. Da ist er.
Da ist er. Da ist er, da ist er. Der mittlere. So. Okay, der mittlere wieder. Halt, da ist er. Da ist er. Da ist er. Da. So, der linke. Hier, hier. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Der hier. Yes, und besiegt. Ja, so klappt das. Sehr, sehr gut. Behaltet ihn einfach im Auge. Geht ein bisschen zurück. Ihr könnt das dann sogar ohne Start schaffen, weil er sich gar nicht mal so schnell bewegt, wie ich dachte. Und behaltet ihn dadurch einfach im Auge. Greift dann einfach an mit allem, was ihr habt. Volle Power. Und dann klappt das schon. Und dann würde ich mal sagen, meine Freunde, sehen wir uns jetzt gleich beim nächsten Fungi wieder. Bis gleich. So, meine Freunde, und da sind wir auch schon wieder. Diesmal im Fluss der Nostalgie hier am Schleusentor. Das ist dort, wo wir gegen Kater Carlo gekämpft haben, auf seinem Schiff. Und hier schon der nächste Fungi. Hier geht es darum, den Zähler vom Fungi auf 0 zu setzen. Anscheinend müssen wir ihn einfach nur die ganze Zeit angreifen. Wieder Aufladebeserker, wieder selbe Waffe, wieder Schlüsselschwert, wieder Waisenform. Eigentlich wieder genau dasselbe Prinzip wie die ganze Zeit schon. Waisenform. Okay, und wir sollen angeblich auch die ganze Zeit ein bisschen so, immer ein bisschen Distanz halten, was ich so gelesen habe. So, immer auf ihn drauf. Ja, nee, 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 nee. War das gut? Er hat mir nur applaudiert. Das ist nicht gut. Also die ganze Zeit applaudieren ist nicht unbedingt gut. Würde ich jetzt mal meinen. Hm, wie kriege ich das besser hin? Ich habe doch MP Hasten so noch nicht aktiviert. Nehmen wir den hier auch. Ich bin noch in der weißen Form. So, wir versuchen es einfach nochmal. So. Immer wieder drauf da, drauf da, drauf da, drauf da. Na komm schon. Ja, ich war dieses Mal schneller, aber nicht wirklich sehr viel schneller. Also wirklich sehr viel schneller war ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Meiner Meinung nach. Ich versuche jetzt mal sehr nah an ihm dran zu bleiben. Und die ganze Zeit jetzt einfach X-Spammen. So. Ich spam nichts anderes als X. Ja, dadurch geht es nochmal schneller, aber... Naja. Das muss schneller gehen. Moment. So, meine Freunde, wir versuchen es erneut. Und zwar schießen wir jetzt einfach die ganze Zeit auf ihn und behalten einfach so eine mittlere Distanz bei. Das ist wohl das große Geheimnis, so eine mittlere Distanz. Damit wir ihn immer wieder treffen, auch wenn er irgendwie hochspringen sollte, dass wir ihn da auch mal ein bisschen treffen. Ihr seht es, ich habe dadurch auch schon eine Zeit von 18 Sekunden geschafft. Und ja, es ist dadurch auf jeden Fall ein bisschen schneller. Sag ich jetzt mal. Es kommt immer ganz drauf an, wie er halt springt. Es ist ein bisschen Glück dabei, ein paar Mal ausprobieren, je nachdem in welche Richtung ihr halt springt. Versucht eine mittlere Distanz beizubehalten, dann geht das eigentlich schon. Ich habe es mal mit Fenrir ausprobiert, ob es damit vielleicht ein bisschen besser geht, aber ich habe ehrlich gesagt keinen großen Unterschied festgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es funktioniert auf jeden Fall und wie gesagt, versucht einfach die Distanz so auf einer mittleren Ebene zu halten, damit ihr ihn auch noch trefft, wenn er hochspringen sollte. Alles klar, meine Freunde, und ich würde mal sagen, wir sehen uns jetzt gleich beim nächsten wieder. Bis gleich.
So, meine Freunde, der nächste Fungi wartet auf uns direkt hier in Twilight Town vor dem Herrenhaus. Und hier geht es darum, so viele Fungis wie möglich abzuschießen. Wechselt in die Waisenform und dann gib ihm. Am besten aber nicht irgendwie Dauerfeuer, weil das Problem ist, dass er dann einen Finisher einsetzt und der kostet halt Zeit, ne? So, deswegen einfach immer schauen, wo sind die ganzen Fungis, die erscheinen zufällig, verschwinden auch nach einer Zeit wieder. Deswegen einfach immer, wenn ihr seht, aha, da ist er. Behaltet die Augen einfach offen, versucht immer gleich den nächsten Fungi anzuvisieren und schießt immer nur einzeln. Wenn ihr jetzt halt auf Dauerfeuer geht, nee, das funktioniert nicht. Ich würde auch nicht den Aufladeberserker wählen, weil ihr verhaspelt euch dann in irgendein Dauerfeuer. Er macht zwar dann keinen Abschlussangriff, aber ich würde mal sagen, nee, das funktioniert nicht. Weil dann schießt ihr die ganze Zeit nur auf irgendwelche Säulen statt auf Gegner. Und das wollt ihr nicht. So, ich hoffe mal, dass das jetzt so funktioniert, wie ich mir das auch vorstelle. Ja, 36, so viel hatte ich die ganze Zeit auch schon erreicht. Dadurch kriegen wir auch eine schöne Menge an Belohnungen, sage ich jetzt einmal von ihm. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das so ausreicht. Wenn nicht, das sehen wir gleich, wenn wir jetzt zum Abschluss gehen. Und den finden wir in Hollow Bastion. Bis gleich. So, meine Freunde. Jetzt sind wir hier in Hollow Bastion. Zwar in der Kristallkluft. Das ist dort, wo wir gegen Sephiroth kämpfen. So, wir gehen Richtung Sephiroth zum Azurpfad. Dort werden jetzt die ganzen Pilze erscheinen. Und je nachdem, wie viele da bleiben, sehen wir dann, ob wir gut waren oder nicht. Wenn alle da bleiben, haben wir es richtig gemacht. Und es bleiben alle da. Bis auf zwei. Ja, wir haben doch schon mal gut gearbeitet. Würde ich mal meinen. Der letzte, das ist der mit der weißen Form, da waren wir wohl nicht so gut, okay. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, der 8. Der 8. und der 11. dort muss ich noch ein bisschen schauen, dass ich dort besser werde. Und sonst waren wir eigentlich schon ganz gut. Dann schauen wir doch mal, bis gleich. So, das sollte doch dieses Mal besser aussehen. Komm schon, bleibt doch alle, yes! Ich weiß doch, dass ihr da bleiben wollt, ihr seid doch alle geil auf mich! Ihr könnt mir das doch anders zeigen als mit so einem Tanz. Hey, sie wollen es mir anders zeigen, nehme ich mal. Bringt es? Kann ich eigentlich auch so wirklich hochblicken? Ah, nee. Okay, ich habe offscreen mal ein bisschen modifiziert, was ich modifizieren wollte. Und jetzt blicken wir einfach mal hoch. Und da haben wir schon den 13. Fungi. Fertig, los! Danke. Siegesbeweis. Gute Kombination aus exzessiver Magiekraft und sehr großer Angriffskraft. Das klingt geil. Deaktiviert das Erlangen von Erfahrungspunkten beim Sieg über... Warum bekomme ich jetzt so ein Schlüsselschwert? Es macht keinen Sinn, jetzt noch ein Schlüsselschwert zu bekommen, das die Ability 0 Erfahrungspunkte hat. Das macht keinen Sinn. Zeugnis der Zufriedenheit und Pilzsammler. Das ist der Beweis für die Zufriedenheit aller 13 Pilze mit Soras Leistung. Geil. Das ist es, was wir dann eben bekommen. Ich will mal kurz das Schlüsselschwert anschauen. Sehr schön. Sind wir jetzt mal weg. Danke. So, ist das was Geiles oder... Kann man machen. Kann man machen. Nur, die Ability keine Erfahrung macht halt keinen Sinn. Zum jetzigen Zeitpunkt. Sie macht halt keinen Sinn mehr. Ich muss sagen, Ultima hat ja, wie ihr seht, die Werte 6-4. 6 Angriff, 4 Magie. Und MP Haska. Und MP Haska ist geil. So, Fenrir hat 7 Angriff sogar, nur 1 Magie und Combo Minus. Das ist auch geil. Siegesbeweis hat geile Werte, versteht mich nicht falsch. 5 Angriff, 7 Magie, das ist geil. Aber keine Erfahrung. Das ist so eine Ability für... Ich weiß nicht. Für süße Nostalgie. Für so ein schlechtes Schlüsselschwert, keine Ahnung. Zum jetzigen Zeitpunkt des Spiels ist man auf Level 99. Was bringt einem dann diese Ability noch? Ich weiß es nicht.
Aber auf jeden Fall bin ich glücklich, dass wir diese Ability jetzt haben. Beziehungsweise, dass wir das jetzt haben. Und, oh, wir sehen es gerade. Mein Krönchen hat sich verändert. Oh, ich habe jetzt ein silbernes Krönchen. Kann ich noch ein goldenes Krönchen bekommen? Ich muss sagen, das weiß ich nicht. Ich wusste, dass ich dieses Schlüsselschwert bekomme. Aber ich wusste nicht, dass sich meine Krone ändert. Ah, ich habe jetzt eine silberne Krone. Ich will nichts mehr machen. Ich will die silberne Krone behalten. Wer mich kennt, weiß, Silber gehört zu meinen absoluten Lieblingsfarben. Oh mein Gott, ich will die silberne Krone behalten. Okay, es gibt nicht mehr viel zu tun für uns. Nämlich, einmal wollen wir noch Terror besiegen, den verweilenden Willen. Und ich habe beinahe etwas vergessen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe beinahe etwas vergessen, was wir, bevor wir zu Terror gehen, noch erledigen werden beim nächsten Mal. Ich habe eiskalt die Arena des Olymps vergessen. Es gibt ja noch sowas wie die Paradox-Cups. Und dann gibt es noch sowas wie die größte Herausforderung im Spiel. Damals war es eine der größten Herausforderungen im ganzen Spiel. Ist es wahrscheinlich immer noch, aber ja. Der Hades-Paradox-Cup. Ich muss sagen, auf den freue ich mich. Der ist heftig. Ich habe keine Ahnung, ob ich ihn packen werde. Der ist heftig. Der ist richtig heftig. Aber ich würde mal sagen, das sehen wir dann einfach alles beim nächsten Mal. Außer den Hades-Paradox-Cup, den sehen wir nicht beim nächsten Mal, denn für den alleine werde ich wahrscheinlich eine halbe Stunde brauchen. Also gut, meine Freunde, das war dann Let's Play, ich sag nur 99 Runden. Das war dann mein Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix, das war ungelogen für heute. Das sind wirklich 99 Runden. Ich danke fürs Zusehen und erst fuck schwer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.